Mieszko leerte seinen bereits vierten Krug und ließ mit einem Wink die Wirtin wissen, dass der Tisch eine weitere Runde verlangte. Mieszko und seine Freunde saßen nun schon seit den frühen Morgenstunden in der Taverne und tranken einen Krug nach dem anderen. Und wo der Alkohol normalerweise die Stimmung heben sollte, verstärkte dieser hier ihre schlechte Laune nur immer weiter. Doch sie hatten auch allen Grund für schlechte Laune. In den letzten Wochen hatte sich das Leben in Weißkarten signifikant verändert. Das kleine Dorf war durch seine Nähe zur Stadt Wysimar, welche nur eine Tagesreise entfernt war, schon immer ein wichtiger Ort für Reisende gewesen. Fast jeder, der die temerische Hauptstadt erreichen wollte, legte hier noch eine letzte Rast ein und ließ so ein paar Waren, aber auch Geld in dem kleinen Örtchen. Gerade im Frühling war dieser Effekt besonders stark, denn die Bäume um das kleine Dorf blühten in einem herrlichen Weiß, welches einen entspannten Effekt auf die Reisenden hatte und dem Ort so schlussendlich auch zu seinem Namen verholfen hatte. Doch nicht nur für Reisende war die Nähe zu Wysimar von großer Bedeutung, auch die Bewohner selbst profitierten davon. So konnten sie, wenn notwendig, Waren aus der Hauptstadt besorgen, aber auch bei Problemen in der Verwaltung konnte man sich schnell und effektiv Hilfe beschaffen. So geschehen vor einigen Jahren, als ein paar der Bewohner unzufrieden mit Ignatius Verrieres, dem Herrscher von Weißgarten, waren. Mieszko kannte die genauen Details nicht, allerdings hatte das Gericht von Wysimar damals beschlossen, dass die Betroffenen von ihren Verpflichtungen und Pflichten gegenüber Ignatius befreit wurden, woraufhin sie ein wenig abseits ihr eigenes Dorf namens Hüttel gegründet hatten. Mieszko war dabei durchaus bewusst, dass ihr Herrscher ein wenig emotional werden konnte, doch er fand, solange man diesen nicht provozierte, konnte man in Weißgarten ein angenehmes Leben führen. Und das wurde den neuen Bewohnern von Hüttel kurze Zeit später scheinbar auch klar, denn auch wenn niemand wusste, was genau geschehen war, so war das neu gegründete Dorf bereits heute verlassen und niemand traute sich auch nur noch in die Nähe dessen, trieb ein Teufel dort immerhin sein Unwesen. Womöglich eine Strafe der Götter. Zumindest war das die Annahme, die viele in Weißgarten hatten. Seitdem gab es innerhalb von Weißgarten eigentlich keine größeren Vorkommnisse mehr. Da sich das Dorf durch seine Lage mehr oder minder selbst verwaltete, überließen die meisten den Herrscher einfach sich selbst und gingen ihrem eigenen Tagwerk nach. Ab und an gab es immer mal wieder Ausnahmen wie Tomira die Kräuterfrau oder auch der Jäger Mislav, welche beide am Rand des Dorfes lebten. Tomira war wohl eine Freundin der Bewohner von Hüttel gewesen und über deren Ableben erschüttert, während es über Mislav das ein oder andere Gerücht gab. Früher hatte dieser immerhin direkt im Anwesen des Herrschers gearbeitet und auch gewohnt, bevor er an den Rand des Dorfes verbannt worden war. Zwar kannte niemand den genauen Grund, aber das hieß nicht, dass viele nicht die Vermutung anstellten, dass da etwas mehr dahinter steckte, denn nur kurze Zeit später verstarb der Sohn des Herren Florian an einem plötzlichen Schlaganfall, was die Psyche seines Vaters Ignatius nur noch labiler machte. Nach diesem Ereignis gab es natürlich eine Menge Tratsch, einige waren sich sogar sicher, dass Mislav den jungen Florian verflucht hatte, nachdem er mit dem Vater Ignatius einen Streit gehabt hatte, den man durchaus gehört haben sollte, doch da der Jäger seitdem seine Tage ohne weitere Probleme am Rand des Dorfes verbringen durfte, verlief sich dieses Gerücht nach einer gewissen Zeit wieder. Was blieb, war lediglich die Abneigung der Dorfbewohner gegenüber dem Jäger und das Gefühl, dass etwas mit diesem nicht stimmte. All dieser Klatsch und Tratsch interessierte Mieszko allerdings nur bedingt. Es war ihm tatsächlich egal, ob jemand Streit mit dem Herrn hatte, solche Probleme gab es immerhin in jedem Dorf. Was ihn lediglich interessierte, war, dass die grundlegende Ruhe und der Frieden im Ort gewahrt blieb. Und so viele Probleme Ignatius auch hatte, Weißgarten gedieh und es ging ihnen gut. Allerdings galt dies nur, bis der Krieg auch sie erreichte. Seit die Nilfgaarder die Jaruga überquert hatten, hatten die Bewohner von Weißgarten zwar immer die Möglichkeit im Hinterkopf gehabt, dass der Krieg auch ihr Dorf erreichen würde, wurden in Weißgarten doch wie in vielen anderen Orten Männer in die temerische Armee eingezogen, die bei einem Angriff ihre Heimat verteidigen sollten, doch dass dies wirklich Realität werden würde, glaubte kaum jemand. Immerhin hatte es ein paar Jahre zuvor schon einmal einen Krieg mit den Nilfgaardern gegeben, der aber nie bis zu ihnen vorgedrungen war. Und so gingen die Dorfbewohner von Weißgarten auch am schicksalshaften Tag normal ihrer Arbeit nach, bis um den Mittag herum auf einmal die Tiere unruhig wurden. Kurze Zeit später spürten es dann auch die Menschen. Die Erde begann zu beben und am Horizont konnte man eine schwarze Welle sehen, die langsam aber sicher auf das Dorf zukam. Panik brach aus. Die Bewohner versuchten, sich in ihren Häusern in Sicherheit zu bringen und die Soldaten, von denen die meisten noch nicht einen Tag auf einem Schlachtfeld gestanden hatten, stellten sich in Formation auf, um die Nilfgaarder zurückzuschlagen. Oder zumindest aufzuhalten. Doch diese Hoffnung wurde schnell zerschmettert. Die Übermacht der Nilfgaarder war einfach zu groß. Nicht einmal einen Tag später war die kleine Armee der Temerier zerschlagen, die Nilfgaarder töteten den Herrn Ignatius und bezogen schlussendlich Stellung in dem kleinen Dorf. Und jetzt rächte sich die günstige Lage, denn auch wenn wenige Tage später ein Großteil der Armee weiterzog, um die Hauptstadt Wysimar zu erobern, so blieb ein Teil der Schwarzen zurück und errichtete in Weißgarten einen Zwischenposten, um den Nachschub für die Armee zu gewährleisten.
Und das war schließlich auch der Grund für große Veränderungen innerhalb des Dorfes, denn im Gegensatz zu Ignatius war der neue Herr der Nilfgaarder nicht damit zufrieden, das Gebiet einfach zu verwalten, sondern er forderte von den Bewohnern Unterwerfung. Temerische Lilien durften nicht mehr offen gezeigt werden, einige Dorfbewohner änderten ihren Namen zu nilfgaardischen Versionen und es mussten regelmäßige Abgaben gemacht werden, welche den Bewohnern von Weißgarden gerade so noch genug zum eigenen Überleben übrig ließ. Und diese enormen Forderungen bewirkten wiederum, dass sich die Lage des Dorfes immer weiter verschlechterte. Als erstes gaben sich die Verräter in ihrer Mitte zu erkennen, allen voran der Schmiedezwerg Willis, den Mieszko und die anderen immer für einen Freund des Dorfes gehalten hatten, welcher nun aber die Chance nutzte, um das große Geld durch Arbeiten an Waffen und Rüstung für die Nilfgaarder zu machen. Es ist also wohl doch, wie man es immer hört, den Zwergen geht es am Ende nur ums Gold. Und als ob der Verrat durch Zwerge nicht genug wäre, so gab es auch Gerüchte im Dorf, dass nicht einmal ihre Mädchen sicher vor den Schwarzen wären. Gab es doch einige, die gesehen haben wollen, wie die schwarzen Soldaten diese begafften. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis man ihnen neben ihrem Essen auch noch ihre Frauen nahm und sich die Schwarzen wie ganz natürlich in ihrem Dorf ansiedelten. Und wie man es erwarten würde bei einem solch gottlosen Verhalten, ließ die Strafe eben jener nicht lange auf sich warten. Wo das Dorf früher recht sicher gewesen war, gab es nun Monster an allen Ecken und Enden. In der Nähe des Schlachtfelds waren schon einige Menschen solchen zum Opfer gefallen und seit einiger Zeit machte auch ein Greif das Dorf unsicher. Früher hatten sie diesen zwar auch immer mal in der Ferne fliegen sehen, aber erst mit der Ankunft der Nilfgaarder terrorisierte er auch direkt die Menschen von Weißgarden. Und wo ein Monster ist, da dauert es nicht lange, bis andere ihm folgen. Und noch bevor Mieszko den Gedanken zu Ende bringen konnte, betraten die Hexer Geralt und Wesemir die Taverne. Sie unterhielten sich wie normal mit der Wirtin und suchten sich dann einen Platz im hinteren Teil des Gebäudes. Mieszko tauschte einen Blick mit seinen Freunden aus und er sah, wie auch in ihnen der Zorn immer weiter aufstieg. Sie alle wussten es, ohne ein Wort sagen zu müssen. Wenn nicht bald etwas geschah, dann war das Ende ihres Dorfes nur noch eine Frage der Zeit. Nachdem Geralt sich um die Streithähne aus der Taverne gekümmert hatte, ritt er in Richtung des ehemaligen Herrenhauses, das nun als Garnison für die Nilfgaarder diente. Auf seinem Weg kam er an allen möglichen Dorfbewohnern vorbei, von denen ihn die meisten keines Blickes würdigten. Aber die, die es taten, sahen ihn mit einem verächtlichen Blick an, den er als langjähriger Hexer aber schon mehr als gewohnt war. Nachdem er eine Weile an dem kleinen Fluss entlang geritten war, sah er, wie das ehemalige Herrenhaus vor ihm aufragte. Schon von hier unten konnte er erkennen, dass das Anwesen bereits bessere Tage gesehen hatte, doch viele der Schäden schienen nicht auf den Krieg mit Nilfgaard zurückzugehen, sondern es lag wohl eher eine langjährige Missachtung des Gebäudes vor. Doch Geralt war nicht hier, um Immobilien zu analysieren. Nachdem er den Wachen am Eingang klargemacht hatte, dass er ihnen als Hexer mit gewissen Problemen helfen könnte, ließen sie ihn ein und schon kurze Zeit später stand Geralt vor dem neuen Herrn von Weißgarden. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Vatgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt, 5 junge Männer.
Zwei Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Tumira und Mislav. Danke. Esoond Jagten. Einen Greif zu töten war an sich kein leichtes Unterfangen. Glücklicherweise war Geralt aber nicht allein unterwegs. Zu zweit würde es ihm und Vesemir sicher gelingen, den Greifen auch ohne nennenswerte Verletzungen zu erledigen. Vor allem, wenn sie sich vorbereiteten. Doch als Geralt auf Plötze zurück in Richtung des Dorfes ritt, vermasselte ihm das Wetter ein wenig die Stimmung. Regen war nämlich überhaupt nicht gut für ihr Unterfangen, da dadurch der Geruch ihres potenziellen Köders nicht so weit getragen würde. Er hoffte daher, dass das Wetter bis dahin wieder aufklarte. Zunächst einmal mussten sie diesen Köder aber auch überhaupt erst herstellen und dafür brauchte er eine ganz besondere Zutat. Wie ihm der nilfgaardische Kommandant gesagt hatte, lebte etwas außerhalb des Dorfes eine Frau namens Tumira, die sich mit Kräutern auskannte. Das war auch schwerlich zu übersehen, hatte sie um ihre Hütte doch einige gefährliche, aber auch effektive Kräuter gepflanzt. Und als der Hexer die Hütte betrat, sah er auch sogleich, dass die Kräuterfrau durchaus wusste, wie man diese anzuwenden hatte. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena, ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ach ja, der Greif. Hätte ich mir denken können. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Geralt verließ die Hütte wieder, nachdem er noch einen letzten Blick auf das verwundete Mädchen geworfen hatte. Man musste sich nicht mit Medizin auskennen, um zu sehen, dass die Verletzungen tödlich waren. Ein Grund mehr, dem Greifen früher als später den Garaus zu machen. Im strömenden Regen sprang er in den am Dorf liegenden Fluss und zog aus der Tiefe ein paar Blätter Kreuzdorn und in dem Moment, in dem er mit dem Kopf wieder durch die Wasseroberfläche an die Luft stieß, stieg ihm auch sogleich der unangenehme Geruch in die Nase. Dieser hier war wohl besonders gut gediehen, aber das half ihnen bei ihrem Unterfangen nur weiter. Bevor er den Jäger aufsuchte, ritt der Hexer allerdings zurück zur Taverne in Weißgarten.
Dieses Mal richteten sich alle Blicke auf ihn, doch es war weniger die Tatsache, dass er ein Hexer war und mehr der unangenehme Geruch, den er überall verteilte. Wesemir hatte seine Schulter offenbar verarztet, denn er wartete vor der Taverne bereits auf ihn. Geralt wollte ihm die Lage berichten, doch der alte Hexer hatte durch den Geruch schon eine gute Ahnung, was sie zu tun hatten. Während sein Lehrmeister den Köder präparierte, wollte Geralt noch diesen Jäger aufsuchen, welcher ihnen ein paar Informationen über den Greif geben könnte. Wesemir nahm den Kreuzdorn mit einem angewiderten Blick entgegen und packte ihn sofort in ein Fläschchen, das er so fest verschloss, wie es nur möglich war. Dann verabschiedeten sich die beiden Hexer wieder. In der Zwischenzeit hatte der Regen ein wenig nachgelassen, ein Vorteil für sie, dachte Geralt, während er die Hütte des Jägers aufsuchte. Leider war das Nachlassen des Regens hier nun zum Nachteil geworden, denn offenbar hatte sich der Jäger nach Ende dieses direkt wieder in den Wald in der Umgebung aufgemacht. Da der Boden noch feucht war, konnte der Hexer dessen Spuren allerdings mit Leichtigkeit verfolgen und schon bald sah er, wie dieser im Gebüsch kauerte und offenbar etwas untersuchte. Bist du Miss Love? Psst! Hörst du das? Wölfe? Nein, wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat, wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Geralt folgte dem Jäger. In der Ferne konnte er das Heulen der Hunde bereits hören. Es handelte sich dabei um solche, die ihr Zuhause verloren hatten, entweder weil ihr Herrchen im Krieg gefallen war oder weil die Familie kein Geld mehr hatte, um auch einen Hund durchzufüttern. Und da die Tiere oftmals mit ordentlicher Gewalt vertrieben wurden, rauften sie sich verletzt zu Rudeln zusammen, die mit dem Rücken zur Wand standen und so alles, auch Menschen, angriffen. Nach kurzer Zeit fanden sie die Hunde, die Mislav suchte. Es war ein kleines Rudel aus 4 Tieren. Der Jäger zog seinen Bogen, während sich Geralt mit gehobenem Schwert langsam näherte. Die Tiere sahen schrecklich aus, abgemagert, Wunden am ganzen Körper und teilweise bis auf die Haut verbrannt. Dementsprechend waren auch ihre Angriffe ungeordnet und langsam. Der Hexer konnte die meisten mit Leichtigkeit abwehren und während Mislav aus dem Hintergrund den einen oder anderen mit einem gezielten Schuss tötete, versetzte Geralt den anderen mit seinem Schwert einen tödlichen Hieb, der sich schnell und ohne Schmerzen erledigte. Aber scheinbar hatten die Hunde bereits ein weiteres Opfer gefordert. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Mislav führte Geralt zu einem nahegelegenen Ort, wo die Reste eines Lagers, aber auch Kampfes noch deutlich sichtbar waren. Der Jäger verabschiedete sich und der Hexer schaute sich die Spuren an. Offenbar hatten die Nilfgaarder in diesem Lager gefeiert. Überall lagen noch leere, aber auch halbleere Flaschen herum. Der Angriff des Greifen hatte sie wohl komplett überrascht, weswegen sie kaum etwas entgegenzusetzen hatten. Der Greif hingegen hatte, wie es das Blut zeigte, mit ordentlicher Gewalt gewütet, was seltsam war. Normalerweise würden Greife sich ein Opfer schnappen und dieses zurück zu ihrem Nest tragen, wo sie eventuell noch eine Weile mit ihm spielten, bevor sie es schließlich fraßen. Dieser Greif hier hatte aber scheinbar alle Nilfgaarder getötet, bevor er wieder verschwunden war. Hatte ihn die Lautstärke der Feier so sehr gestört?
Etwas abseits fand Geralt dann einige Fußspuren, die nur wenig älter zu sein schienen und zum Lager führten. Der Tiefe der Spuren nachzuurteilen und aufgrund der Tatsache, dass sie nach einem ordentlichen Regenguss noch immer sichtbar waren, ließ die Vermutung zu, dass da schwer gepanzerte Soldaten langmarschiert waren. Mit großer Wahrscheinlichkeit waren das die später feiernden Nilfgaarder. Geralt verfolgte die Spuren, bis er auf einem kleinen Hügel schließlich das Nest des Greifen entdeckte. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft, ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper, kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt, müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Nun hatte Geralt die Informationen, die er brauchte. Da es sich um einen Greifenwitwer handelte, konnten sie diesen problemlos töten, ohne die gleiche Konsequenz wie die Nilfgaarder zu fürchten. Nämlich, dass ein weiterer Greif Rache nehmen wollte. Er ritt zurück in das Dorf Weißgarten und traf sich mit Wesemir, welcher den Köder bereits vorbereitet hatte. Der alte Hexer hatte nicht nur einen Köder präpariert, sondern er hatte auch bereits den besten Platz für den Kampf ausfindig gemacht. Ein kleines, momentan brachliegendes Feld, etwas außerhalb des Dorfes. Nicht nur gab es dort keine Bewohner, die in den Kampf geraten konnten, sondern die ebene Fläche würde es ihnen auch ermöglichen, den Greif besser im Blick zu behalten, wenn dieser beschloss, in die Lüfte zu steigen. Die Hexer machten die letzten Präparationen für den Köder und legten sich dann auf die Lauer. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein. Ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Der Greif ließ einen lauten Schrei los. Ohne sich miteinander verständigen zu müssen, wussten die Hexer, was sie zu tun hatten. Der Greif war einem von ihnen zwar körperlich überlegen, aber 2 Hexer konnten ihn von 2 Seiten aus in die Zange nehmen. Während der Greif seine Aufmerksamkeit auf einen der Hexer richtete, welcher seinen Fokus auf das Abwehren und Ausweichen der Angriffe legte, setzte der zweite Hexer aus dem Rücken des Ungeheuers auf schnelle, aber wirksame Treffer in den Rücken. Doch so einfach wollte der Greif es ihnen dann doch nicht machen. Um aus der Umklammerung der Hexer zu entkommen, schwang er sich in die Lüfte und suchte nach einem Weg, die beiden Monsterjäger zu erwischen. Er drehte ein paar Runden in der Luft, darauf hoffend, dass die Hexer ihn aus den Augen verlören und ihre Formation auflösten, doch sowohl Geralt als auch Wesemir waren dafür zu erfahren im Kampf. Der Greif zog einen großen Bogen und setzte dann zu einem Sturzangriff an, denn wenn er sie schon nicht trennen konnte, dann wollte er sich wenigstens einen von ihnen aus der Luft schnappen. Doch darauf hatte Geralt schon gewartet, denn jetzt kam die von Wesemir gewonnene Armbrust zum Tragen. Als der Greif auf ihn zuschoss, nahm er kurz Maß und versetzte dem Biest einen Bolzen genau in den rechten Flügel. Das Gleichgewicht verloren, stürzte das Ungeheuer zu Boden und erlaubte Geralt ein paar schnelle Angriffe. Die Hexer versuchten wieder ihre alte Formation einzunehmen, Wesemir preschte dazu, doch das Monster ließ sich nicht noch einmal so einfach umkreisen. Es stieg erneut in die Lüfte auf, doch der Bolzen zeigte wohl noch immer Wirkung, weswegen es direkt wieder zu Boden sank. Geralt sah dies als Möglichkeit für einen Gegenangriff. Mit schnellen Schlägen stürzte er sich auf das Monster und versuchte sein Silberschwert durch das Fell in das Fleisch dieses zu versenken. Der Greif schlug mit starken Flügelschlägen zurück, doch Geralt nutzte den Schwung seiner Angriffe aus, machte eine halbe Drehung und drehte sich mit dieser unter dem Flügel hindurch. Den Druck in der Luft, der dadurch entstand,
Abstand spürte der Hexer aber dennoch. Nichtsdestotrotz mussten sie weiter angreifen. Allerdings merkte Geralt, wie seine Pirouetten immer knapper an dem Flügel des Greifen vorbeischrammten. Wenn er nicht aufpasste, dann waren einige seiner Knochen gleich hinüber. Wesemir, der ebenfalls sah, dass der Kampf eine gefährliche Wendung nahm, sprang hinzu und formte seine Finger zum Zeichen Igni. Das Fell des Monsters fing sofort Feuer und erlaubte es den beiden Hexern wieder ihre altbekannte Formation einzunehmen. Jetzt war der Greif erneut gefangen. Ohne Pausen stießen abwechselnd Geralt und Wesemir zu, und auch wenn die einzelnen Schnitte keine lebenswichtigen Organe trafen, so fing das Monster immer weiter an zu bluten. Selbst als es versuchte, ihre Formation durch ein Aufsteigen in die Lüfte erneut zu unterbrechen, ließen die Hexer dem Greifen keine Chance und hieben auf die Flügel, um ihn sofort wieder zu Boden zu bringen. Der Kampf war entschieden, so dachten die beiden, doch diese Gewissheit war ein Fehler, denn sie führte zu einer Unachtsamkeit, die das Monster sofort ausnutzte, um sich in der Luft in Sicherheit zu bringen. Zum Angriff ging es dabei aber gar nicht erst über, es wollte nun den beiden Angreifern nur noch entkommen und flog so in Richtung seines Nestes davon. Geralt fackelte nicht lang, sondern sprang auf Plötze auf und eilte durch die Felder dem Monster hinterher. Glücklicherweise blutete es stark, sodass es nicht allzu weit fliegen konnte, und so ließ es sich in der Nähe einer Mühle zur Pause nieder. Geralt rannte auf den Greifen zu, er wollte ihm keinen Moment der Ruhe gönnen, doch mit seiner Geschwindigkeit konnte sein alter Lehrmeister Wesemir nicht mehr mithalten. Für eine Zeit lang war Geralt also auf sich allein gestellt, und diese Chance witterte das Monster sofort. Mit einem gewaltigen Sprung wollte es Geralt durch seine reine Masse umwerfen und schließlich töten, doch der Hexer konnte gerade so noch mit einer halben Drehung nach links ausweichen, und im Anschluss versetzte er dem Biest ein paar weitere Hiebe. Inzwischen war auch Wesemir wieder zu ihnen gestoßen und zusammen nahmen sie wieder ihre alte Formation ein. Der Greif wollte dies um jeden Preis verhindern und stieg sofort wieder in die Lüfte auf, aber seine Verletzungen waren zu tief, um lange Strecken zu fliegen, weswegen er zu einem weiteren Angriff aus der Luft ansetzte. Geralt hatte in der Zwischenzeit seine kleine Armbrust wieder mit einem Bolzen geladen und wollte den Greif wie zuvor damit aus der Luft holen, doch er hatte nicht mit der Anpassungsfähigkeit des Ungeheuers gerechnet. Als er den Bolzen feuerte, drehte der Greif seinen Sturzflug ab und das Geschoss flog ins Leere. Ohne die Zeit, seine Waffe erneut nachladen zu können, sah der Greif seine Chance gekommen und stürzte sich dieses Mal wirklich auf Geralt. Doch auch der Hexer hatte mehr als nur einen Trick auf Lager. Im letzten Moment formte Geralt die Finger zum Zeichen Art und stieß eine enorme Druckwelle aus Luft in Richtung des Greifen, der dadurch aus dem Gleichgewicht kam und zu Boden fiel. Nun waren die Hexer wieder ganz in ihrem Element. Wie zuvor belagerten sie den Greifen mit vielen kleinen Angriffen, die dem Monster so langsam aber sicher die Lebenskräfte entzogen. Es ließ einen letzten, markerschütternden Schrei los, der beide Hexer kurz das Gleichgewicht verlieren ließ, doch der versuchte Aufstieg in die Luft war nicht mehr möglich. Zu viele Wunden hatte der Greif inzwischen abbekommen. Mit ein paar letzten gezielten Hieben brachten es die Hexer schließlich zu Ende und das Monster sank vor ihnen leblos zu Boden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Als Beweis für die getane Arbeit schnitt Geralt den Kopf des Greifen ab und machte sich auf in Richtung der Garnison der Nilfgaarder. Es war inzwischen Abend geworden und als er draußen vor dem Tor zum ehemaligen Herrenhaus ankam, war ihm gleich bewusst, dass sein zweiter Besuch dieses Mal wohl deutlich weniger angenehm werden würde. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also. Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Yennefer hin? Nach Vysimar. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt, vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greifen nicht getötet, wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir.
damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden. Als Geralt die Garnison verließ, hörte er noch eine Weile, wie der Bauer von den Nilfgaardern ausgepeitscht wurde. Der Hexer war froh über die Informationen, denn das bedeutete, dass sie endlich aus diesem Dorf verschwinden und ihrer eigentlichen Aufgabe wieder nachgehen konnten. Im Eiltempo ritt er so in Richtung der Taverne, wo Vesemir bereits auf ihn wartete. Die Sonne senkte sich zwar schon dem Horizont entgegen, aber eventuell konnten sie noch heute abreisen und einen Großteil der Strecke hinter sich bringen. Und möglicherweise war das auch eine gute Idee. Yennefer ist in Vysemir. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn Lass der Hilfe los. Meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Geralt hatte schon viele Kneipenschlägereien erlebt, doch das hier würde deutlich blutiger enden, das wusste er. Die Dorfbewohner meinten wohl, dass ihre reine Menge ihnen einen Vorteil gegenüber den Hexern einbrachte, doch selbst mit mehr Leuten hätten sie keine Chance gehabt. Die Hexer fackelten nicht lange. Ohne dass ihre Gegner ihren Schwertern auch nur hätten folgen können, hatten die ersten beiden bereits eine Klinge in der Brust. Die anderen, die nun langsam den Ernst der Lage erkannten, versuchten sich in den Rücken der Hexer zu schleichen, doch sie hatten die Rechnung ohne die feinen Sinne von Geralt und Vesemir gemacht. Ohne den Kopf auch nur drehen zu müssen, parierte Geralt den Angriff aus dem Rücken und versetzte einem weiteren der Angreifer einen tödlichen Hieb. Der Rest wurde nur noch vom Adrenalin und der Angst auf den Beinen gehalten, doch Geralt konnte sich hier kein Zögern erlauben. Zu gut wusste er, dass dies auch schnell zu seinem eigenen Tod führen konnte, selbst wenn es sich bei seinem Gegner nur um Bauern ohne Kampferfahrung handelte. Und so holte er ohne zu warten mit dem Schwert aus und hieb dem letzten Angreifer den Kopf von den Schultern. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten,
Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Mach die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz... Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut. Ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich. Der Hexer war froh, endlich Yennefer wieder getroffen zu haben, und er hoffte, dass sie in Vysimar die Ruhe hätten, um nach all der Zeit mal wieder ohne Ablenkung miteinander reden zu können. Vielleicht war es dieser Ausblick, der Geralts Sinne ein wenig stumpf werden ließ, vielleicht war es aber auch einfach die Tatsache, dass die Nacht hereinbrach. Allerdings bemerkte Geralt nicht, dass die Temperatur in der Umgebung in einer Geschwindigkeit sank, die für diese Jahreszeit unüblich war. Und gerade aus dieser Kälte, so würde der Hexer merken, würde schon bald die nächste Gefahr auf ihn zukommen.